Herzlich willkommen zu einem neuen Video von Hightex. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und heute schauen wir uns einmal das Huawei Honor etwas genauer an. Wir haben es ja schon vor kurzem aus der Verpackung hier genommen. Und das Unboxing-Video findet ihr unten in der Videobeschreibung. Schauen wir uns das Gerät mal etwas genauer an. Das ist das Huawei Honor in der Farbe Schwarz. Und wir tun jetzt erstmal den Akku in das Gerät. Und dazu öffnen wir hier unten den Akkudeckel. Einfach den Fingernagel rein und das Ganze etwas hochhebeln. Auf ist das Ganze auch schon. Und das ist jedenfalls der Akkudeckel. Es ist wie eine Schale, die das Gerät umgibt. Und die einzelnen Elemente, wie zum Beispiel die Lautstärkewippe, ist in das Gehäuse integriert. Es besteht aus einem härteren Plastik und ist auf keinen Fall billig gemacht. So sieht das Gerät von innen aus. Wir haben hier den SIM-Karten-Slot und daneben den Micro-SIM-Karten-Slot. In dem Gerät sind 4 GB an internen Speicher verbaut und die können sich noch erweitern lassen mit einer 32 GB Karte oder halt kleiner, aber maximal 32 GB passen in das Gerät rein. Gut, nehmen wir den Akku, das ist dieser hier und der ist für dieses Gerät mit den Anforderungen, was in dem Gerät steckt, ziemlich groß. Denn er besitzt eine Kapazität von 1930 mAh und das ist echt gut. Tun wir den mal hier rein und machen den Akkudeckel einfach wieder drauf, einfach zuknacken und dann sitzt der auch schon. Ja, das Huawei Honor besitzt die Maße von 122 mm in der Höhe, in der Breite ist das Gerät 61,5 mm und an der dicksten oder dünnsten Stelle, wie ihr das auch sagen möchtet, ist das Huawei Honor 10,9 mm dick oder dünn. Und das Gerät wiegt mit dem Akku 140 Gramm. Das ist eigentlich ein sehr, sehr angenehmes Gewicht, obwohl es etwas schwer für so ein Gerät ist mit diesen Maßen. Aber dennoch ist es sehr angenehm. Machen wir mal einen kurzen Rundgang und der beginnt hier oben. Hier ist jetzt nur ein Fingerabdruck. Wir haben hier einmal die Ohrmuschel, darunter befindet sich das Huawei Logo. Dann hier die Frontkamera für Videotelefonie. Daneben ist noch ein Licht- und Näherungssensor. Und daneben ist wieder die Benachrichtigungs-LED. Beim Aufladen des Geräts leuchtet die Benachrichtigungs-LED übrigens auch in verschiedenen Farben. Wenn wir etwas rauszoomen, haben wir dann hier das große 4 Zoll Super LCD Display mit einer Auflösung von 854x480 Pixeln. Das Ganze auf einer Pixeldichte von 245 Pixeln per Inch. Darunter befinden sich noch die Android Gingerbread typischen Touch-Tasten. Menü, Home, Zurück und Search. Auf der linken Seite haben wir dann hier die Lautstärkewippe, bietet wie schon gesagt einen guten Druckpunkt. Auf der Unterseite hier dann der Öffner des Akkudeckels und der Micro-USB-Anschluss sowie ein kleines Mikrofon, das ist das erste Mikrofon. Auf der rechten Seite gar nichts, auf der Oberseite An- und Ausschalter sowie 3,5 mm Klinkenstecker. Und auf der Rückseite haben wir hier oben das zweite Mikrofon für aktive Geräuschunterdrückung, dann eine kleine LED und in der Mitte die 8 Megapixel Kamera. Die zeichnet Videos in 27p auf und hat eine mittelmäßige Qualität. Da gehen wir dann aber genau nochmal gleich drauf ein. Hier dann der Lautsprecher sowie das Huawei Logo und hier unten nochmal Rift Google steht nochmal drauf. Gut, schalten wir das Gerät einmal ein und das tun wir hier oben an den An- und Ausschalter. Einfach 3 Sekunden lang gedrückt halten, bis dann gleich das Huawei-Logo aufleuchtet. Und in der Zeit, wo das hochfährt, sehe ich euch die technischen Daten. Wir haben hier einen Qualcomm Snapdragon Single-Core-Prozessor verbaut mit 1,4 GHz. Und des Weiteren haben wir auch noch 512 MB an RAM, sowie, wie schon erwähnt, 4 GB an internen Speicher. Ja, die Daten sind für ein Mittelklasse-Smartphone auf jeden Fall vollkommen in Ordnung
Und das Gerät ist auch so gut bestückt. Für den Preis von rund 280 Euro ist das vollkommen in Ordnung. Jetzt ist das Gerät auch gleich fertig gebootet. Und jetzt sind wir auch schon unter dem Lockscreen. Das ist der Lockscreen von Huawei. Und den hat Huawei auch wirklich ordentlich gemacht. Denn wir haben hier verschiedene Schnellzugriffe, wie ihr seht. Wir können, wenn wir nach rechts zwischen, das Gerät entsperren. Wir können aber auch wiederum, wenn wir nach unten ziehen, die Kamera öffnen, um schnell einen Schnappschuss zu machen. Oder wir können auch unsere SMS angucken oder schnell jemanden anrufen. Ja, wir entsperren jetzt mal das Gerät. Und jetzt sind wir auf einen von unseren 5 Homescreens angelangt. Die könnt ihr so gestalten, wie ihr das gerne möchtet. Wir können auch eine Geste machen, die Pinch-to-Zoom-Geste. Und dann gelangt ihr kurz in dieses kleine Menü. Und ihr könnt jetzt hier einstellen, auf welchem Bildschirm ihr möchtet. Auf den letzten zum Beispiel. Und ihr könnt euch hier unten einstellen, welcher euer Hauptbildschirm sein soll. Ich habe jetzt diesen hier genommen. Ihr könnt aber natürlich auch zum Beispiel den vierten Homescreen nehmen. Und wenn ihr dann mal am Ende bei euch angelangt seid, drückt ihr einfach auf das Haus. Und dann gelangt ihr auf diesen Haupt-Homescreen, sage ich mal so. Und wir können auch diesen Homescreen, den letzten zum Beispiel hier, entfernen. Aber wiederum auch hinzufügen. Bis zu 5 Homescreens sind möglich. Und man kann auch auf den Homescreen natürlich Widgets hinzufügen. Einfach länger auf das Display gedrückt halten. Dann öffnet sich dieses kleine Menü. Und wir können jetzt zum Beispiel auch einen Ordner hinzufügen. Wir möchten jetzt aber ein Widget hinzufügen. Deswegen gehen wir auf Widget hinzufügen. Da haben wir jetzt hier unsere Auswahl. Und wir können jetzt zum Beispiel Mein FM nehmen. Das ist jetzt das Radio. Und wir können wieder durch längeres gedrückt halten auf das Widget auch verschieben. Alles kein Problem. Oder wenn uns das Widget nicht gefällt, einfach länger gedrückt halten und hier unten auf den Papierkorb gehen. Ebenfalls können wir auch das Widget auf einen anderen Bildschirm ziehen. Einfach länger gedrückt halten und nach da hinschieben, wo halt Platz ist. Zum Beispiel hier. Wir entfernen es aber mal wieder und genau das gleiche könnt ihr auch mit Apps machen. Einfach in euer App-Menü gehen und auf eine App länger gedrückt halten und auf euren Homescreen platzieren. Wir schauen nochmal kurz in die Einstellungen, welche Android-Version hier überhaupt drauf läuft. Und das ist nämlich Android 2.3.6. Allerdings wird es für das Huawei Honor auch in Kürze noch ein Update auf Android 4.0 geben. Und dann sollte das Gerät wirklich ein tolles Gerät sein, also noch schöner wie es jetzt ist. Wir können uns übrigens auch hier entscheiden, welche Oberfläche wir drauf haben möchten. Jetzt läuft noch der Huawei Launcher. Wir können aber auch bei einfach hier unten auf die Menütaste drücken und auf die Einstellungen des Home-Bildschirms gehen. Und ihr seht jetzt, wir haben jetzt hier das Thema Jenseits des Himmels, so heißt das. Wir können aber auch ganz normal Android Standard wählen und auf Speichern klicken, sodass wir jetzt ganz normales Android haben, natürlich mit den Huawei eigenen Widgets, aber hier unten die Leiste ist jetzt wie Android auf dem Nexus S mal war. Ja, wir machen jetzt aber wieder das normale Thema Jenseits des Himmels und ihr könnt auch hier noch verschiedene Anwendungssymbole wählen oder Animationen. Ich habe zum Beispiel jetzt Gleiten drin. Wir können aber auch ein transparenter Würfel machen. Das sieht dann so aus, wie so ein Würfel. Und Hintergrundbild können wir ebenfalls auf der Menütaste ändern. Einfach Hintergrund, Hintergrundbilder und dann wieder ein neues Hintergrundbild wählen. Zum Beispiel dieses
Hintergrund festlegen und schon ist wieder unser altes Hintergrundbild da. Wir haben auch hier oben nochmal eine Benachrichtigungsleiste. Da seht ihr hier oben dann immer euren Provider. Ich habe jetzt keine SIM-Karte eingelegt, deswegen kommt jetzt kein Dienst. Wenn ihr aber Benachrichtigungen kriegt, zum Beispiel eine Facebook-Nachricht, die bei euch gerade eingeht, wird die euch dann hier eingeblendet. Und nun gehen wir auch mal in den App Drawer. Der sieht so aus. Wir können die ganze mal hin und her wischen und uns eine App auswählen, die wir dann starten möchten. Wir können die Apps aber auch so anordnen, wie wir wollen. Wir gehen einfach hier unten auf die Einstellungstaste und können dann zum Beispiel Kalender, weil ja ganz wichtig ist, hier oben an den Start legen. Wir können aber auch verschiedene Ordner erstellen, zum Beispiel E-Mail will ich in einen Ordner mit dem Browser haben und dazu am besten noch die Kamera. Dann habt ihr jetzt hier einen Ordner. Den Ordner könnt ihr auch noch einen Namen geben. Zum Beispiel, ich weiß nicht, Social nenne ich den einfach mal. Hat jetzt zwar nichts damit zu tun, aber trotzdem steht jetzt hier bei meinem Ordner Social. Ja, das soll jetzt von dem App Drawer gewesen sein. Überall, wo auch hier diese kleinen Kreuzchen sind, die Apps könnt ihr auch entfernen oder die Updates zumindest deinstallieren. Aber dieses kann ich zum Beispiel jetzt auch ganz einfach komplett deinstallieren. Und wenn ihr jetzt dann speichern wollt, drückt ihr einfach hier unten auf den grünen Haken. Dann ist eure Einstellung, die ihr gerade vorgenommen habt, gespeichert. Nun schauen wir uns mal den Browser an. Der ist hier unten in der Leiste. Die Leiste könnt ihr übrigens auch so umgestalten, wie ihr das möchtet. Wenn ihr den Browser nicht mehr hier haben wollt, nehmt ihr ihn einfach raus und macht zum Beispiel den Google Play Store dahin. Und da ist der jetzt da. Der Browser ist jetzt hier. Drücken wir mal drauf. Als Startseite öffnet sich jetzt Google. Wir gehen aber mal auf unsere Website, nämlich hightext.de, und schau mal, wie schnell das lädt. Der WLAN-Empfang ist bei diesem Gerät meistens immer ziemlich schlecht. Und ihr seht jetzt, eigentlich sitze ich nah an der Box, aber er schwankt immer ziemlich hin und her. Die Seite ist noch nicht fertig geladen. Wir können aber trotzdem schon langsam scrollen. Und das klappt für ein Single-Core-Gerät auch ziemlich gut. Wir schauen mal, wenn das fertig geladen ist, wie das dann aussieht. Jetzt ist es fertig geladen und es ist vollkommen in Ordnung. Wir können die Seite auch im Querformat nehmen. Sieht dann so aus. Ihr habt nochmal den kurzen Effekt gesehen, wenn man das jetzt dreht. Nochmal. Ist ganz cool gemacht. Wir können hier aufzoomen, Doppelklick oder Pinch to Zoom. Das klappt auch ebenfalls fast ohne Ruckler. Und hier, jetzt klappt auch das Scrollen ohne Ruckler. Also so ist das wirklich sehr, sehr schön. Und von einem Single-Core-Gerät ist das spitzenmäßig. Also da kann man nichts sagen. Die Einstellung des Browsers kann man hier unten aufrufen, einfach wieder auf Menü, mehr, und dann hat man hier die Einstellungen. Da kann man noch so ein paar Einstellungen vornehmen, die man möchte. Und das soll jetzt auch vom Browser gewesen sein. Nun habe ich euch ja vorhin gesagt, dass die Kamera nur mittelmäßig ist und die schauen wir uns gleich auch mal als nächstes an. Wir gehen mal hier auf die Kamera. Da haben wir hier als erstes erstmal das Menü. Die Kamera ist so aufgebaut. Wir haben hier verschiedene Einstellungsmöglichkeiten. Wir können hier zum Beispiel die Belichtung einstellen. HDR ist jetzt bei mir aus, man kann das aber auch anmachen. Und den Ortsspeichern zum Beispiel, Blitzmodus, den Zoom. Man könnte also auch aufzoomen. Empfehle ich euch aber nicht. Und dann kann man auch noch die Kamera auswählen, ob man die vordere Kamera haben möchte oder die auf der Rückseite, die haben wir halt gerade. Hier kann man auch noch auswählen, ob man Fotokamera oder eventuell auch die Videokamera haben möchte.
Und wenn man hier nochmal die Menütaste drückt, kommt man ebenfalls nochmal in so ein kleines Menü, Kamera wechseln, die Galerie aufrufen und so weiter. Wir nehmen jetzt aber einfach mal dieses Gerät hier, legen das mal hier hin und versuchen jetzt mal einen Schnappschuss zu erstellen. Ich habe jetzt den HDR-Modus angehabt, können ihn aber auch wieder ausmachen. Und jetzt wird das Foto erstellt. Wir können jetzt hier oben das Foto aufrufen. Das ist in der Galerie. Das sieht dann so aus. Wir können hier aufzoomen. Ja, und die Qualität ist ziemlich dunkel, obwohl es eigentlich hell sein müsste. Und hier im HDR-Modus sieht das ein bisschen besser aus, allerdings auch nicht unbedingt befriedigend. Also mit der Kamera könnte man noch etwas machen, denn eigentlich so schlecht ist sie gar nicht. Aber es liegt, denke ich mal, nur an der Einstellung und mit einem Update könnte die Kamera noch etwas besser werden. So von der Performance ist das Gerät wirklich sehr, sehr schön. Wir können hier komplett flüssig durchscrollen und auch die ganze Bedienung des Geräts klappt fast komplett flüssig. Es ist zwar jetzt nicht so ein Gerät, wo man große, anspruchsvolle Spiele spielen kann, aber zum Facebook und den Nachrichten checken oder mal in den Browser rumsurfen, reicht das vollkommen aus. Die Kamera ist auch gut für Schnappschüsse, für weiteres aber auch nicht. Und was mir noch sehr gut gefällt, ist der Musikplayer. Der sieht nämlich so aus. Wenn wir jetzt mal dieses Lied starten, ich habe es jetzt leise wegen den Urheberrechten bei YouTube. Und wir können jetzt hier das Lied etwas vorspulen. Ist ganz cool gemacht, weil hier hinten sieht man immer nochmal die CD, die man gerade abspielt. Und man kann hier auch in die Einstellungen die Equalizer einstellen. Ich kann hier gerade keine Equalizer einstellen, weil ich eine Kopfhörer dran habe. Wir können aber einfach mal diese hier anschließen. Und dann kann man wieder die Equalizer einstellen. Zum Beispiel haben wir jetzt hier den SRS Wow HD Equalizer. Dann auch auf Standard wechseln und so weiter. Also da ist schon einiges möglich. Ja, so sieht das Ganze aus. Zu dem Display kann man noch sagen, es besteht aus Gorilla Glas und ist daher sehr kratzfest. Aber allerdings, die Farben kommen gut rüber. Und man muss aber sagen, hier, wie ihr das gerade seht, gegen das Licht spiegelt das Display sehr, sehr stark. Und wenn man draußen unter freiem Himmel ist und die Sonne scheint, kann man kaum bzw. gar nichts mehr erkennen. Und das ist ein kleiner Nachteil. So ist das Display aber allerdings nicht schlecht. Und wir ermitteln, dass das Smartphone ist, das vollkommen in Ordnung. Ja, das Huawei Honor ist ein gutes Gerät in dem Mittelklassebereich. Wir haben hier einen Single-Core-Prozessor, der tut seine Arbeit gut machen und meistens auch sehr flott, wie man hier auch nochmal erkennen kann. Da fängt nichts an zu ruckeln. So ist das Gerät wirklich top. Es gibt auch ein paar kleine Nachteile, wie zum Beispiel das Display, aber die Akkuleistung des Geräts ist wirklich phänomenal. Denn der Akku hält locker über 2 Tage bei normaler Nutzung. Wenn man mal ein bisschen Musik hört, im Browser surft, wirklich eine tolle Leistung. Und das war das Review vom Huawei Honor. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, bedanke mich ebenfalls auch bei getgoods.de, die uns dieses Gerät zur Verfügung gestellt haben. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt einen Daumen nach oben und abonniert uns. Und vielen Dank fürs Zusehen und bis bald.